Servus zu Barbecue aus Franken. Wir haben wieder was gemacht. Jetzt wird er sicher denken, was fuchtelt jetzt der da mit so einem Leberkäsebäckle in der Kamera umeinander. Eigentlich nichts Besonderes, ne? Bis auf die Tatsache, dass wir den Leberkäse da gemacht haben. Und so schaut er aus. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie der gemacht worden ist, dann gehen wir in die Küche miteinander und machen einen kleinen Rückblick und schauen uns an, wie wir ihn gemacht haben. Da haben wir die Zutaten, die wir für unser Fleischbrät brauchen, für unser Leberkäse-Fleischbrät. Ja, wir haben 500 Gramm, also gut 500 Gramm Schweinenacken. Wir haben 500 Gramm Schweinebauch ohne Knochen. Ein paar sind kleine sind noch drin, die schneiden wir jetzt dann noch raus. Von dem Fleisch wird dann die Haut jetzt als nächstes entfernt. Und dann haben wir für unsere Gewürzmischung haben wir 25 Gramm Pögelsalz. Warum Pögelsalz? Warum kein Normalsalz? Einfach wegen der Farbe dann, dass der Leberkäse ein bisschen ja, schöne Farbe bekommt, sonst wird er recht grau. Dann haben wir nochmal so 3-4 Gramm frisch gemahlenen Pfeffer. Wir haben etwa so ja, einen guten Teelöffel voll Majoran, einen halben Teelöffel voll Thymian. Wir haben eine gute Messerspitze Ingwer und eine gute Messerspitze voll von dem Muskatnuss. Eine Zwiebel und eine Menge Petersilie. Ja, und jetzt fangen wir an, Haut wegschneiden und die Würfel und das Fleisch würfeln. Das müssen wir nämlich dann noch mal ein bisschen in den Gefrierschrank geben. Die Haut ist weg vom Fleisch. Wir schneiden das Fleisch jetzt in Würfel, dass wir es dann später durch den Fleischwolf drehen können. Die Schweineschulter und der Schweinebauch ist jetzt kleingeschnitten. Das sind so 1 x 1 cm, 1 x 1,5 cm große Stücke. Ich habe das Fleisch jetzt in diese Aluschale rein und tue es jetzt noch mal ganz kurz in Frost rein, weil ich brauche jetzt dann, wenn wir es wolfen bzw. dann später cutten, also sprich klein machen, zu einer Farce machen, brauche ich richtig kaltes Fleisch. Warum mache ich das? Weil eben beim Wolfen und beim Cutten durch die Reibung Temperatur entsteht und dann wird das Eiweiß quasi schon gerinnen und das wollen wir nicht, das wird uns den Leberkäse versauen. Also ab ins Gefrierfach. Ganz wichtig auch noch, wir brauchen Eis. Das sind etwa 300 Gramm. Das sind jetzt so Eiswürfel, die werde ich jetzt noch ein wenig schreddern, dass wir die dann später verwenden können, wenn wir das Fleisch cuttern. Eben genau aus diesem Punkt raus, dass uns das Eiweiß nicht gerinnt. Das Eis ist klein gemacht, ist fast schon Schnee geworden. Zwiebeln und Fleisch lassen wir jetzt durch den Fleischwolf. Ich habe eine 3 mm Scheibe drin. Das Fleisch ist jetzt leicht angefroren, genauso muss es sein. Unser Fleisch ist durch den Fleischwolf gedreht. Es war wie gesagt eine 3 mm Scheibe. Und ist natürlich jetzt wieder wegen wärmer geworden. Ich packe es jetzt nochmal in die Deka rein, so für 20 Minuten, dass es leicht angefriert und dann geht es ans Cutten. Halt, kommen wir nur zurück. Bevor wir es jetzt einfrieren, tun wir es natürlich erst einmal mit unserem Pögelsalz salzen und durchmischen. So, ich denke, das passt. Das kommt dann später noch in den Cutter rein, da wird es nochmal gemischt. Jetzt geht es in die Kühlschrank. So, das Fleisch ist richtig schön kalt. Das gehen wir jetzt in unseren Mixer rein und mahlen das jetzt oder cutten das, wie man so schön sagt, richtig schön fein, damit es ein richtig schönes Brät wird. Die Gewürze kommen gleich dazu. Was wir aber jetzt auf jeden Fall dazu brauchen, ist das Eis. Da sind wir fast alles rein. Konsistenz. Ich gebe jetzt den Rest Eis auch noch dazu und ein bisschen feiner wollen wir es noch. Ich denke, das ist die Konsistenz, die mir gut gefällt. Ich will dann nicht so ganz so fein den Leberkäse haben, ich möchte ein bisschen Fleischstruktur drin haben. Jetzt kommen die Gewürze dazu. So, Rella. Der Majoran und der Thymian. Und der Pfeffer. Den Petersilie, den ihr vorhin auf dem Brett gesehen habt, den mache ich dann später erst dazu, weil die möchte, dass man noch ein bisschen sieht dann. Und wieder mischen. Unser Fleischbrett ist fertig. Ich nehme es jetzt raus und dann kommt die Petersilie drunter. Dann tun wir unsere Petersilie schön klein machen. Und rein in die Masse.
mischen wir das Ganze richtig schön durch. Die Masse stellen wir jetzt wieder in kühl und wir bereiten unsere Formen vor. Ja, und dann tun wir unsere Kastenform, das ist eine ganz normale Kuchenkastenform, ein bisschen ausbuddern. Das geht am besten immer mit der Hand. Das tue ich mich am leichtesten. Kann die gut auch warm machen und dann mit dem Pinsel einfärben, aber hallo. Wir sind Grille. Und in die ausgebuddelte Form geben wir jetzt unser schön gekühltes Brät rein. Und auch jetzt darf wieder die Hand rein, die habe ich ein bisschen nass gemacht, dann tun wir sie leichter. Wir versuchen möglichst die Luft rauszukriegen, dass wir keine Lufteinschlüsse drinnen haben. Und formen das jetzt einfach schön rein. Ich habe übrigens gerade mal von der Rohmasse versucht. Ich habe es ein wenig abschmecken müssen, aber es hat so gepasst. Die Gewürze passen genauso. Finde ich klasse. Das verspricht viel Schönes. Zu guter Letzt verzieren wir das Ganze ein bisschen mit dem üblichen Muster. Ich schneide es nicht, sondern ich drücke es einfach rein. Schaube ist breit. Leberkäse ist fertig, also zumindest für den Grill. Und da stellen wir ihn jetzt drauf. Jetzt ist er am Grill. Wir haben ca. 180 Grad indirekte Hitze. Ich habe ihn ein bisschen erhöht hingestellt. Die zwei mittleren Brenner laufen ganz klein und rechts und links laufen sie etwas höher, damit wir unsere Temperatur von 180 Grad in etwa erreichen. Und ich schätze mal so eine Stunde, wenn wir schon brauchen, bis er fertig ist. Ich schmeiße da nochmal den Kernthermometer noch rein und dann wissen wir, wann er fertig ist. Also, das sieht ja mal oberlegger aus und ich weiß nicht, ob man so sieht, da wo das Thermometer drin gesteckt war, da kommt für mich der Fleischsaft so richtig raus. Sieht man das? Ja, man kann es sehen in der Kamera. Der riecht oberlegger. Also ich denke mal, die einfach für 1 Euro werden wir nicht mehr essen. Aber jetzt stürzen wir nochmal und schauen, was dabei rauskommt. Hoppala. Eieiei, ist da Flüssigkeit drin. Eieiei. Der schaut sehr lecker aus. Wow. Also man sieht es, Saft hat er, auf alle Fälle. So schaut der Leberkäse dann angeschnitten aus. Der ist richtig saftig, also wenn der zusammen gepresst, wenn man es in der Kamera sieht, da kommt richtig Flüssigkeit raus. Klasse, riecht ganz toll. Ich freue mich jetzt aufs Leberkäsewickler. So, jetzt habt ihr gesehen, wie wir unser Leberkäse gemacht haben. Der riecht also hervorragend, einmal frei. Und wichtig ist natürlich jetzt, wie schmeckt er ohne Semmel, ne? Weil Semmel, da wissen wir, wie es ist. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal so ein Stück runter und beiß dann rein. Ja, sauber. Herrgott, mal was der Lecker. Also der 1 Euro Leberkäse, den man sonst so kriegt, vergesst es, das ist nicht vergleichbar, überhaupt nicht. Da weiß ich, was drin ist. Den habe ich selber gemacht, der schmeckt so, wie ich mache. Wir haben da Möglichkeiten, wir können jetzt ein bisschen Leberkäse draus machen, lassen wir die Petersilie weg. Tun wir Salami mit rein, tun wir Käse mit rein, tun wir Peperoni mit rein, tun wir Röstzwiebeln mit rein. Da haben wir so viele Möglichkeiten. Also da wird sicher noch weiter experimentiert, das ist eine klasse Geschichte. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gibt es mir vielleicht einen Daumen nach oben. Vielleicht mögt ihr einen netten Kommentar hinterlassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch den Kanal abonnieren. Link dazu blende ich ein. Und seid auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt vom Barbecue aus Franken. Wir machen neue Videos und wir sehen uns bei Barbecue aus Franken. Bis dahin, euer Sven. Tschüss. Oh, ich muss jetzt nochmal, jetzt mit Semmel. Wo ist es gerade?